بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt in der Überlieferung bei Al-Bukhari und bei Muslim, und diese Überlieferung überliefert Abu Huraira. Er sagt, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Dass der Muslim, er sucht seine Zuflucht oder er bittet und sagt, O Allah, ich suche meine Zuflucht bei dir vor der Strafe im Grab und vor der Strafe des Feuers und vor der Fitna des Lebens und des Sterbens und vor der Fitna des Messias Dajjal. Die Fitna des Lebens und des Sterbens. Was ist damit gemeint? Die Fitna des Lebens und des Sterbens, darüber sagte Ibn Daqiq al-Eid, Fitnatul Mahya bedeutet, also die Fitna des Lebens, ist das, womit der Mensch ausgesetzt wird in seinem Leben, an Fittern in der Dunya und die Gelüste und die Unwissenheiten. Und das Gewaltigste davon, und bei Allah suchen wir unsere Zuflucht, ist das Ende beim Sterben. Wie der Mensch enden wird. Und dann sagt er über Fitnatul Mamat, يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت. Und es könnte damit gemeint sein, die Fitna beim Tod. أضيفت إلى الموت لقربها من. Und es wurde mit dem Tod verbunden, weil es sehr nahe am Tod ist. Das ist also der Moment, bevor man stirbt. Dieser essentielle Moment, über den wir gleich sprechen werden. وَتَكُونُ فِتْنَةُ الْمَحْيَا عَلَى هَذَا مَا يَقَعُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ حَيَاةِ الْإِنسَانِ. Und dann wäre demzufolge die فِتْنَةُ الْمَحْيَا, also die Fitna des Lebens, das, was davor passiert im Leben des Menschen. فَحَالَةُ الْمَوْتِ تُشَبَّهْ بِالْمَوْتِ وَلَا تُعَدُّ مِنَ الدُّنْيَا. Und der Moment, wo man stirbt, wird verglichen mit dem Tod und es wird nicht zur Dunya gezählt. Und dann sagt er weiter, وَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِفِتْنَةِ الْمَمَاتِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. Und es kann auch sein, dass mit der Fitna des Sterbens die Fitna im Grab gemeint ist. Das heißt, es gibt mehrere Bedeutungen, was damit genau gemeint ist. Entweder bezieht sich die Fitna des Lebens auf das Leben und das Ende vom Leben, also der Moment, wo man stirbt, ist die Fitna des Sterbens, oder aber die Fitna des Sterbens ist die Fitna im Grab. Je nach Verständnis. Ibn Taymiyyah zum Beispiel, Sheikh Taqiyuddin ibn Taymiyyah, rahimahullah, er sagte, أَمَّا عَرْضُ الْأَدْيَانِ عَلَى الْعَبْدِ وَقْتَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ هُوَ أَمْرًا عَامًا لِكُلِّ أَحَدٍ وَلَا هُوَ أَيْضًا مُنْتَفِيًا عَنْ كُلِّ أَحَدٍ بَلْ مِنَ النَّاسِ مَنْ تُعْرَضْ عَلَيْهِ الْأَدْيَانِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Ibn Taymiyyah sagt, was aber die Sache angeht, dass dem Diener die Religionen gezeigt werden, wenn er stirbt, so ist dies keine allgemeine Sache, die jedem passiert, noch ist es eine Sache, die keinem passiert. Sondern gibt es Leute, denen die Religionen während des Sterbens präsentiert werden. Und es gibt Leute, denen das nicht passiert. وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِأَقْوَامٍ وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. Und all dies ist von der Fitna des Lebens und des Sterbens, wo uns anbefohlen wurde, dass wir Zuflucht vor diesen suchen in unseren Gebeten. Ja, wie in der Dua, die wir zu Beginn erwähnt haben. Und dann sagt er, und dazu gehört auch ma fil Hadith al-Sahih, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wir vor vier Dingen unsere Zuflucht suchen sollen. Vor der Strafe Jahannams, vor der Strafe des Grabs, vor der Fitna des Lebens und des Sterbens und vor der Fitna des Messias Dajjal. Und jetzt sagt Ibn Taymiyyah etwas Wichtiges. Und zwar sagt er, ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم لأنه وقت الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Also er sagt, was aber die Zeit des Sterbens angeht, also die Zeit, wo der Mensch stirbt, so ist der Shaitan darin am eifrigsten.
den Menschen in die Irre zu führen oder den Sohn Adams in die Irre zu führen oder die Kinder Adams in die Irre zu führen, لأنه وقت الحاجة, weil dies die Zeit der Notwendigkeit ist. In anderen Worten, das ist die letzte Zeit, in der der Shaitan die Möglichkeit hat, den Gläubigen in die Irre zu führen. Also nutzt der Shaitan diese Zeit extrem. Er gibt alles, was er hat in dieser Zeit, wo der Mensch stirbt. Weil wenn er es nicht mehr schafft, diesen Gläubigen in die Irre zu führen, dann bedeutet das, dass dieser Mensch ins Paradies kommt und der Shaitan ihn nicht mehr bekommen hat. Also gibt der Shaitan in diesem Moment alles, um diese Person zu kriegen, um diese Person in die Irre zu führen, um diese Person mitzunehmen ins Höllenfeuer, wie er versprochen hat, als er sagte, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ. Bei deiner Ehre, ich werde sie allesamt in die Irre führen, außer deine auserwählten Diener. Und dann sagt Ibn Taymiyyah weiter, er zitiert dann den authentischen Hadith, wo es heißt, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٍ. Dass der Diener, er tut Taten der Leute des Paradieses, bis zwischen ihm und ihr, also zwischen ihm und dem Paradies, nur noch eine Elle ist. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Dann holt ihn das Buch ein. فَيَعْمِلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Dann tut er die Taten der Leute des Feuers und kommt in die Hölle. Das heißt, kurz vor dem Ende tut er dann Taten der Leute des Feuers und kommt in das Höllenfeuer. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Genauso tut der Diener die Taten der Leute des Feuers, bis zwischen ihm und ihr nur noch eine Elle ist. Dann holt ihn das Buch ein und er tut Taten der Leute des Paradieses und dann tritt er in das Paradies ein. Diese Überlieferung finden wir sowohl bei Al-Bukhari und auch bei Muslim mit kleinen Unterschieden. Daraus zieht der Muslim, dass er niemals sicher ist und er weiß nicht, was sein Ende sein wird. Und deswegen kann er sich nie sicher sein, dass er ins Paradies kommt, noch kann er sich sicher sein, dass er als gläubiger Muslim sterben wird. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um das gute Ende und deswegen brachte uns der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm diese wichtige Dua bei, dass wir vor diesen vier Dingen unsere Zuflucht suchen. Weil das sind die Momente, wo wir Hilfe benötigen. Darüber hinaus haben wir die Geschichte, die unter anderem Ibn al-Jawzi in seinem Al-Thabat inda al-Mamat erwähnt, wo der Sohn von Imam Ahmad beschreibt, wie sein Vater im Sterben lag. Er sagt, in den letzten Momenten seines Vaters, als er im Sterben lag, hörte er, wie sein Vater sagte, nicht jetzt, nicht jetzt. La ba'd, la ba'd. Und als er dies das dritte Mal sagte, da fragte ihn sein Sohn, oh mein Vater, warum hast du gesagt, nicht jetzt, nicht jetzt? Weil man könnte annehmen, dass Imam Ahmad nicht sterben wollte, rahimahullah. Und sein Sohn machte sich Sorgen, warum sagt er nicht jetzt, nicht jetzt? Und als der Vater wieder zu sich kam, sagte er, Ya bunayya, ma tadri, qultu la qala iblisu, la'anahu Allah, qa'imun hidai, عَضٌ عَلَىٰ أَنَامِلِهِ يَقُولُ لِي يَا أَحْمَدُ فُتَّنِي فَأَقُولُ لَهُ لَا بَعْدُ حَتَّى أَمُوتُ. Imam Ahmad sagte, dass der Shaitan, möge Allah ihn verfluchen, direkt neben mir stand. Und er beißte seine Finger beißend, stand er neben ihm und sagte, O Ahmad, du bist aus meinen Händen entkommen. Und dann sagte ich zu ihm, also Imam Ahmad sagte dann zum Shaitan, nein, noch nicht, bis ich sterbe. In anderen Worten, der Kampf zwischen mir und dir läuft noch, bis ich endgültig tot bin. Erst dann bin ich sicher vor dir, erst dann habe ich diese Prüfung bestanden. Erst wenn ich tot bin. Und der Shaitan, er beißt seine Finger, weil er so traurig darüber war, dass er es nicht geschafft hat, Imam Ahmad in die Irre zu führen. Rahimahullah, der große Imam. Und schaut euch den Fiqh von Imam Ahmad an. Und wie der Gläubige bis zum letzten Moment gegen diesen Shaitan kämpft. Er erkannte, dass es die List des Shaitans ist. Weil Imam Ahmad lebt noch. Er hätte noch in die Irre geführt werden können. Aber Imam Ahmad erkannte diese Intrige des Shaitans und ließ sich davon nicht täuschen. Und genauso der Gläubige. Er muss wissen, dass er in diesem letzten Moment
auf heftigste Weise geprüft wird. Und dies zu realisieren ist wichtig, denn diese Fitna, noch einmal kurz vor dem Ende, ist die letzte Chance für den Shaitan, dich in die Irre zu führen. Wenn der Shaitan diese Chance verpasst, bist du ihm entkommen. Und Shaitan gibt diesem letzten Moment die vollste Aufmerksamkeit, damit er dich in die Irre führt. Und deshalb sollte sich jeder diese eine Frage stellen. Und zwar, wenn Shaitan dich jetzt schon mit Leichtigkeit kriegt, obwohl er dir lediglich einen Teil seiner Aufmerksamkeit schenkt, was wird dann wohl passieren, wenn es hart auf hart kommt und er dir seine volle Aufmerksamkeit schenkt? Was wird dann passieren? Stell dir diese Frage. Deswegen, es gibt einige Muslime, die leben leider in ihrer Traumwelt und glauben, vor dem Tod sage ich einfach, die Shahada und ich bin im Paradies, ja, wie es in der Überlieferung heißt. So einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Wenn du nicht nach La ilaha illallah gelebt hast, dann wirst du auch nicht danach sterben. Das kannst du dir als Regel so nehmen. Du wirst nur so sterben, wenn du auch so gelebt hast. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen machen, die nach La ilaha illallah leben. Und wir hatten davor die Überlieferung erwähnt, die Abdullah ibn Mas'ud überliefert, über den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, der sagte, dass von den Dienern Leute sind, die die Taten des Paradieses tun und dann holt sie das Buch ein und dann tun sie Taten der Leute des Feuers und treten ins Feuer ein. Diese Überlieferung wird auch dahingehend interpretiert, dass es sich hier auf mangelnden Ikhlas bezieht. Also diese Person war nicht aufrichtig in dem, was sie getan haben. Und das wissen wir aufgrund anderer Überlieferungen, die diese Überlieferung erklären. Noch eine andere Geschichte, die diese Sache nochmal verdeutlicht. Und zwar erwähnt Al-Qurtubi, er sagte, ich hörte unseren Sheikh, den Imam Abu al-Abbas Ahmad ibn Umar al-Qurtubi, sagen, dass er den Bruder seines Sheikhs Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Qurtubi, dass er bei ihm war während des Sterbens bei Al-Qurtuba und er lag im Sterben und dann wurde zu ihm gesagt, sag La ilaha illallah. Und dann sagte er, La, La, was im Arabischen Nein, Nein bedeutet. Falamma afaq, als er dann aufstand, ذكرنا له ذلك. Erwähnten wir dies ihm. Wir sagten zu dir, La ilaha illallah, und du hast gesagt, La, La, Nein, Nein. Das ist natürlich ein Schock für die Leute. Und dann sagte er, also derjenige, der im Sterben lag, Atani Shaytanan. Zu mir sind zwei Shayatin gekommen. An Yamini wa an Shimali. Zu meiner Rechten einer und zu meiner Linken einer. Yaqulu ahaduhuma mut Yahudiyan. Der eine sagte zu mir, stirb als Jude. فَإِنَّهُ خَيْرُ الْأَدْيَانِ Das ist die beste Religion. Das sagte der eine Shaitan. Und der andere Shaitan, والآخر, يَقُولُ مُتْ نَصْرَانِيًا Stirb als Christ. فَإِنَّهُ خَيْرُ الْأَدْيَانِ Denn das ist die beste Religion. فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُمَا Dann sagte ich zu diesen beiden, also zu diesen beiden Shayatin, لَا لَا Nein, nein. إِلَيَّ تَقُولَانِ هَذَا Zu mir sagt ihr das. Und dieser Moment ist extrem hart. Das sollte jedem Muslim klar werden. Du kannst nicht dein Leben so leben, wie du willst. Mit Sünde, mit Sinna, mit all dem Schmutz, der uns heute umgibt, rechts und links, von vorn und von hinten. Von überall kommen die Fittern und du lässt dich von jeder Fitna mitnehmen und glaubst, gegen Ende meines Lebens gehe ich dann einmal die Hajj machen und alles ist gut und ich sterbe sündenfrei. Oder ich sage einfach vor meinem Tod, La ilaha illallah. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja in der Überlieferung, Man kana akhiru kalamihi, La ilaha illallah, dakhala al-Jannah. Ganz einfach, der dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, der tritt ins Paradies ein. Wie es in der Überlieferung im Sunanwerk von Abi Dawud heißt. Also sage ich einfach nur La ilaha illallah. Ich lebe mein Leben, ich nehme meine Nafs zum Gott und alles, was meine Nafs sagt, ob es Frauen sind, ob es Musik ist, ob es Clubs sind, was auch immer, dem folge ich. Und am Ende sage ich einfach nur La ilaha illallah und gut ist. Diese Wunschvorstellung, die einige Muslime haben, ist vom Shaitan. Diese Idee, dieser Glaube ist vom Shaitan selbst. Und Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, er spricht genau über diese Muslime, die diese Wunschvorstellung haben, in seinem großartigen Werk Adda wa Dawa, die Krankheit und die Heilung. Dieses Buch gibt es auch auf Deutsch und ich empfehle es jedem. Jeder Muslim sollte dieses Buch lesen, denn das ist ein
exzellentes Buch. Und dort erwähnt er diese Muslime, die sich darauf stützen, dass Allah ja der Allvergebende und der Barmherzige ist, aber im selben Atemzug tun sie nichts dafür. Und diese Leute sind die, die der Shaitan schon längst hinters Licht geführt hat. Sie glauben allen Ernstes, dass es so leicht wäre. Du kannst dieses Leben voll auskosten mit all den Sünden und all den Schmutz und am Ende sagst du nur diese Worte und gut ist. Nein, so leicht ist das nicht und das wird auch nicht funktionieren. Du hast es nicht mit deinem Lehrer zu tun, den du anlügen kannst oder den du täuschen kannst. Du hast mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun, der dich besser kennt als du selbst. Und beim nächsten Mal sprechen wir inshallah über die Gründe für ein schlechtes Ende. Und wir werden einige Geschichten erwähnen von denjenigen, die ein schlechtes Ende hatten, obwohl sie rechtschaffene Diener waren, obwohl sie sogar Mujahideen waren und den Koran kannten und so weiter. Geschichten von Leuten, die gestorben sind und ein übles Ende hatten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Hada wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad.